Es ist wieder einer dieser Tage bei WWE, kurz nach dem Merger mit UFC zur großen TKO Group, gibt es jetzt die Entlassungswelle. Und viele haben sie erwartet, wir leider auch. Und heute war es soweit und deswegen gibt es diese Breaking News auf Spotfight. Mein Name ist nicht Herr Flöter, aber bei mir ist trotzdem Marcel Weber. Ich grüße dich. Ja, alle Jahre wieder. Ne? Wobei letztes Jahr war ja nicht, da war ja die große Vince McMahon-Schlagzeile, da hat man es wahrscheinlich gelassen. Ja, jetzt haben wir nicht nur den traditionellen Entlassungstag, sondern eben diese Merger, diese neue Strukturierung der Firma, der Company. Da ist natürlich klar, in den Büros, da sind ja vor letzter Woche sind da schon Köpfe gerollt, da wurden Leute entlassen, wie das halt so gang und gäbe in der Wirtschaft ist. Und jetzt waren dann auch Workerinnen und Worker dran. Absolut richtig. Man redet von bis zu 100 Mitarbeitern, die letzte Woche schon entlassen worden sind, aufgrund der Zusammenlegung der beiden Firmen. Und ja, jetzt sind im Endeffekt die dran, die wir aktiv im Ring wahrnehmen. Und deswegen beschäftigt das natürlich immer viele Leute draußen. Die letzte Entlassungswelle war im Januar 2022. Und seitdem war es jetzt erstmal ruhig an der Front und einige Verträge sind zwar ausgelaufen, dennoch, jetzt gibt es wieder diese altbekannte Entlassungswelle. Und da sind ein paar Namen drauf, Marcel, über die wir gleich natürlich auch sprechen werden. Ein bisschen intensiver, aber es sind auch viele Namen drauf, um das mal vorwegzunehmen, die aktiv aktuell in den letzten Wochen, Monaten nicht im Programm zu sehen waren. Wie ist deine Einschätzung so overall? Ja, also durch die Bank weg sind das alles Namen, die, es klingt jetzt blöd, die verschmerzbar sind aus storyline-technischen Sinn. Also für uns als Zuschauer, als Konsumenten ist nichts dabei, was jetzt den Gang der WWE irgendwie beeinflussen wird. Das waren fast alles Leute, die sowieso nicht in dem Programm waren oder nur ganz wenig. Deswegen ist das gar nicht so die große Schlagzeile. Ich muss sagen, wir haben das ja verfolgt natürlich nachmittags immer, dann haben sie es wieder gemacht, wie immer, ne? Auf Twitter hier, da kommt was, dann spekuliert einer, dann kommt Jean-Rosep, sagt was, dann kommt WWE wieder was. Man hat diesmal den Workern aber auch ein bisschen Freiräume gegeben, weil einige haben ihre Entlassung selber announced, auf Instagram oder so, haben dann selber vorher, vor der offiziellen Mitteilung, was sagen dürfen. Das war insofern ein bisschen humaner. Jetzt haben wir gerade zusammen NXT geguckt, was haben wir jetzt, 1 Uhr, das ist jetzt unser Stand. Es kommt jetzt mittags raus, wenn ihr das seht, das ist halt so unser Produktionsablauf, anders geht das jetzt nicht. Aber wir sind auf dem Stand von 1 Uhr und alles, was danach noch passiert, können wir dann leider nicht mehr mitnehmen. Genau, es waren wilde Stunden, 17 Uhr unserer Zeit ging das in etwa los. Emma war der erste Name, der bestätigt wurde. Aber lass uns mal ein bisschen nach Wichtigkeit gehen. Ja? Auch wenn das immer ein bisschen despektierlich klingt, natürlich Wichtigkeit ist in dem gemeint im Sinne der Wahrnehmung, der Größe, der Namen, ja? Nicht der Menschen dahinter. Das sollte an dieser Stelle erwähnt werden. Wir spekulieren nicht über die Menschen, wir spekulieren über diese Namen und was das für WWE bedeutet. Und da sind schon einige Namen dabei, die man erwarten konnte, definitiv, aber auch einige, die ich so nicht erwartet habe. Und ich möchte mit dem Namen anfangen, der mich am meisten überrascht hat, denn das ist einer der ganz, ganz wenigen auf dieser Liste, 18 Namen sind es insgesamt, der aktuell in einem im Produkt zu sehen war und das sogar ziemlich prominent. Das ist nämlich Mustafa Ali. Der hätte eigentlich nächstes Wochenende bei NXT No Mercy ein Titelmatch gegen Dominic Mysterio bestreiten sollen. Der ist jetzt nicht mehr Teil der Promotion. Marcel, das hat mich am meisten überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja. Ja, wir haben gerade die NXT-Folge geguckt von gestern, also von Dienstag auf Mittwoch lief die ja da. Und da hat Mustafa Ali noch ein Interview geführt und er hat ja eigentlich bei No Mercy dieses Match, das ist jetzt rausgenommen oder nicht, keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir haben uns ja schon gewundert bei Raw, ne? Da wurde ja der Dragon Lee dann für North American Title Match einfach angekündigt, bevor er gegen Mustafa Ali antritt, der Dominic Mysterio, was ja eigentlich blödsinnig ist, weil die beiden hatten ein Number One Contender Match und da hätte man das dann vielleicht schon ahnen können. Da waren vielleicht schon die Überlegungen da, dass man das umwirkt. Also ich denke jetzt nicht, dass das Match schon stattfindet. Ich glaube nicht, dass Ali dann noch ein Match macht. Das ist tatsächlich einer der ganz wenigen Namen, wo ich sage, ja, der hat aktuell eine Rolle gehabt, bei NXT aber in dem Fall nur nicht im Main-Roster. Und da ist es dann überraschend vom Namen her, Mustafa Ali, ich habe den immer gerne gesehen. Also der ist ziemlich unter Wert verkauft gewesen. Also der hat immer seine Chance genutzt, wenn er sie hatte, hat auch auf den sozialen Medien gut was gemacht. Das ist jetzt auch, und das ist natürlich jetzt die nächste Spekulationssache, Mustafa Ali ist von den Namen auf alle Fälle der größte AEW-mögliche Zugang. Ne? Also da sind wir ja auch immer dabei, wen holt sich Tony Khan jetzt von denen? 90 Tage, no compete, wir wissen das, ist Dezember rum, können die da wieder antreten. Und ich glaube, Mustafa Ali von den Namen, die jetzt kommen werden, ist da die größte Nummer für Tony Khan. Ja, 37 ist der junge Mann inzwischen und Tony Khan liebt ja Menschen aus Chicago, habe ich gehört, von daher passt das ganz gut. Im Ernst, natürlich Mustafa Ali kommt sehr überraschend, auch weil er gerade einen Gimmickwechsel durchgemacht hat bei NXT. Wir wissen aber, er wollte lange Zeit auch weg, also kann natürlich auch so eine Konzessionsentscheidung gewesen sein. Ne? Vertrag wäre wohl Mitte nächsten Jahres ausgelaufen, dementsprechend man konnte sich vielleicht nicht verständigen auf eine Verlängerung und dann war er halt einer der Namen, die jetzt gehen mussten. Mustafa Ali, wie gesagt, kommt für mich überraschend. Ein Name, der auch überraschend ist, und das ist immerhin ein ehemaliger World Champion, vielleicht der beste Cash-In aller Zeiten eines Money in the Bank-Kofferträgers, das ist Dolph Ziggler. Und Dolph Ziggler haben wir jetzt länger nicht gesehen im Programm, war immer wieder mal da, hat auch ein bisschen mal ein US-Title-Picture mit rumgespielt zuletzt, aber auch wieder viele, viele Wochen von der Bildfläche verschwunden. Dennoch ein Name, der 19 Jahre, fast 20 Jahre war der bei WWE. 2004 hat debütiert für damals noch Ohio Wrestling,
Ohio Valley Wrestling, so viel Zeit muss sein. Damals noch in dem Entwicklungsterritorium. So, und ist dann über Florida Championship Wrestling natürlich bei WWE gelandet. Wahrscheinlich der größte Name, ja, zumindest von dem, was er gewonnen hat. Das kommt überraschend deswegen, weil Dolph Ziggler immer so ein bisschen galt als einer, der ist eigentlich unkündbar. Ne? Den kannst du immer bringen, der verkauft deine Gegner gut. Und wir wissen, Dolph Ziggler war der Meister im Overselling. Mal gucken, wo sein Weg hinführt. Du hast gerade gesagt, AW, Mustafa Ali ist ein Top-Kandidat. Dolph Zigglers Bruder ist auch bei Tony Khan unter Vertrag. Dolph Ziggler war sogar schon bei Being the Elite auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Also da kann natürlich sein, dass da was passiert. Es ist natürlich der große Company-Guy. Dolph Ziggler kann man ja nicht kleinreden. Also wenn er da 20 Jahre in der Company bist und er hat alle gut aussehen lassen in den Matches, selbst World Champion gewesen. Insofern ist das von den Leistungen und von Namen her der größte, aber aktuell hat er ja nicht mehr wirklich viel gemacht. Er war immer mal wieder da, hat dann andere Leute overgebracht. Ne? NXT-Champion ist er geworden zwischendurch, das war auch eine gute Zeit. Dann ist er wieder weggegangen, jetzt war er länger wieder nicht da. Es gab auch mal eine Phase, da war er dann generell nicht da und dann hat er seine Stand-Up-Karriere gemacht. Ne? Da haben wir schon überlegt, kommt er überhaupt noch mal wieder? Kann natürlich sein, dass da jetzt sein Fokus dann drauf liegt, dass er da dann weitermachen will. Ansonsten kommt mir das mehr so vor, als von wegen, dein Vertrag wird nicht mehr verlängert. Also da ist es bei Dolph Ziggler auf alle Fälle, da würde ich am meisten die Infos jetzt haben wollen die nächsten Wochen, was da jetzt wirklich die Gründe dahinter waren und wie Dolph Ziggler das sieht. Es kann einfach, ich glaube, das ist eher so eine Einvernehmensgeschichte, als dass jetzt Dolph Ziggler mega überrascht wäre von der Entlassung. Ja, also er hat auch eine Tour jetzt vor der Brust im Herbst. Das heißt, er wird mit seinem Stand-Up-Programm ja, durch die Lande ziehen. Dementsprechend vielleicht ist das auch das, was er machen möchte. Er stand auch lange im Ring. Ja, wie gesagt, fast 20 Jahre bei WWE allein. Von daher kann man das verstehen. Drei weitere Namen, die ich durchaus interessant finde, die jetzt aber ja, nicht ganz überraschend kommen, weil sie aktuell nicht im Programm sind, aber zuletzt noch sehr, sehr oft gefeatured waren. Ne? Also zumindest in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist Elias, ja, / Ezekiel, er hat es geleakt, ja, er war es. Riddick Moss oder Madcap Moss und Rick Books, das sind drei Namen, die jetzt auch länger nicht mehr zu sehen waren, aber die doch ihre Momente hatten. Würde ich tatsächlich alle auf eine Schiene stellen. Ne? Das sind welche, wo man gedacht hat, ja, könnte noch was kommen und dann haben sie zwischendurch ein bisschen was gemacht, aber dann kam dann auch nicht mehr viel rum. Elias Ezekiel, wahrscheinlich die interessanteste Story. Herr Flöder, die würden das, Elias würde genau das machen. Er würde sagen, nein, der Ezekiel, das bin ja ich, nur um Ezekiel zu schützen. Ezekiel ist nicht entlassen worden. Das wird natürlich nicht mehr gespielt werden. Elias ist so ein WWE-Produkt. Das ist ganz interessant, ne? Dass man dann aus den eigenen Reihen dann entlässt. Wuchs, ja, eigentlich alle drei. Der Kreuzband. Weil ja. Ich weiß, Riddick Moss, auch ein Performance Center Athlet, kam aus einer anderen Sportart und Rick Boop, bin ich mir nicht sicher. Ja, ja. Aber ich glaube, die kommen alle aus dem Performance Center. Genau, sind alles Eigengewächs, das ist ganz, ganz interessant. Ne? Rick Books hat sich halt Nakamura da als Gitarristen, das kam ganz gut an, rund um WrestleMania hat sich dann ins Kreuzband gerissen, danach war dann nichts mehr gewesen und mit dem Moss auch sehr ähnlich. Da hat man ganz kurz überlegt, so dieses Madcap-Gimmick, dass man den vielleicht doch mal was pusht, das waren aber auch nur wenige Wochen und danach kam auch nichts mehr. Also diese drei Namen, ja, schade für die Worker natürlich, aber für uns als Zuschauer ändert sich da jetzt gar nichts. Ja, durchaus richtig. Madcap Moss hatte ja mal, zumindest gab es Gerüchte, dass er dritte Baby, Top-Babyface bei SmackDown sein sollte, dann kam der Draft und seitdem haben wir nichts mehr gesehen von ihnen. Andere Menschen, die leider auch irgendwie abhanden gekommen sind unterwegs, ist ein gewisser Shanky, ja, Mansoor Mercer, ja, dass unsere Male-Models, die haben, glaube ich, einfach Pech gehabt, dass Maxine halt woanders besser funktioniert hat. Dabba Kato, / Commander Aziz, ja, der war zuletzt bei NXT unterwegs, nach seinem Run mit Apollo Crews, ein Mann, der auch lange bei der WWE war, aber auch schon mal weg war, Shelton Benjamin. Und Top Dollar von Hijo, ja, allein, also die Ashanti, da geht es anscheinend weiter. Und auch B-Fabs sind nicht bestätigt als Abgänge. Das heißt, Top Dollar hat es nicht überlebt, ist aber ein Name, den man explizit zurückgeholt hatte unter Triple H. Ja, ist auch interessant, welche nicht entlassen wurden. Ne? Also da geht es ja schon aus, die wurden ja schon mal, Hijo war schon mal entlassen worden, Triple H hat sie zurückgeholt, alle drei. Und jetzt haben sie einen wieder entlassen. Bei Top Dollar haben wir öfter gehört, dass er so ein bisschen aneckt dann auch in der Company. Vielleicht deshalb. Keine Ahnung. Oder ob man mit Ashanti, die Adonis, ob man da irgendwas Großes vorhat, ich weiß es nicht. Die ganzen anderen Namen, also ihr merkt das ja schon. Also das sind alles Namen, die ihr aktuell nicht im Produkt wahrnehmt und die mir persönlich dann auch nicht mehr groß fehlen werden. Also das ist, man muss halt aufräumen. Wenn du dann Kader immer wieder aufbläst, noch ein Neuzugang, da kommt einer von NXT hoch und so, dann ist halt immer wieder die Phase, zack, jetzt musst du wieder den Budget-Cut machen und das hast du halt jedes Jahr fast immer in der WWE gehabt. Sprichst du es an, Budget Cut, das müssen wir natürlich kurz erwähnen, ja, nach dem Merger mit UFC, mit TKO, ist das wahrscheinlich doch eine Spätfolge daraus, ja, jetzt ist der Merger durch, quasi rein aus rechtlichen Sinne und jetzt legt man im Endeffekt, ja, die Karten auf den Tisch und da ist das Budget nicht da, auch wenn es zeitgleich mal sein, da müssen wir einfach auch kurz drüber sprechen, ein Milliarden-Deal verkündet wird, auch wenn das natürlich ein ganz anderes Budget-Töpfchen ist, ja, 1,4 Milliarden wird die WWE für die Smackdown-Rechte ab nächsten Oktober, also 2024, vom USA Network bekommen. Ja? Also
SmackDown wechselt zum USA Network, da wo auch Raw und NXT aktuell laufen. Bei Raw, NXT ist noch nichts bekannt, aber 1,4 Milliarden plus 4 TV-Specialists pro Jahr sind damit inkludiert in dieses Paket. Dieses Geld, da reden wir von 260 Millionen im Jahr, nur für SmackDown. Ich glaube, man hätte sich so einen Double Cater noch ein bisschen leisten können, aber auch da wieder, es hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist die wirtschaftliche Seite, das andere ist die Einkommensseite und Budgets sind da, um gemacht zu werden und eingehalten zu werden. Und das ist offensichtlich das, was hier gerade passiert. Denn diese Entlassung, du hast gerade gesagt, 90 Tage Non-Compete-Klausel, die laufen alle dieses Jahr aus und damit ist der Budget-Top für nächstes Jahr dann gedeckelt. Ja, das ist halt die Wirtschaft, ne? Das ist unser System, soziale Marktwirtschaft. So ist es einfach, ne? Dann, schade, es ist auch ein bisschen fies. Du hast ja letztes Jahr gesagt, vor dem Verkauf, jetzt lassen wir die Leute, damit wir im Verkauf dann besser dastehen und größere Deals aushandeln können. Und jetzt sagen wir nach dem Verkauf, ja, jetzt gehen wir runter, weil jetzt haben wir den neuen Owner, jetzt müssen wir das irgendwie machen. Ja, es ist traurig, aber so ist es nicht nur in der WWE, nicht nur im Wrestling generell. Ich höre das aber, Siemens wieder, Rekordgewinne, kommt dann in der Tagesschau. Ich höre aber nie Rekordgehaltserhöhung oder so, das hört man nie. Es werden trotzdem Menschen entlassen, so ist es in der Wirtschaft. Müssen wir so hinnehmen, so ist es in der WWE. Aber es ist ein interessanter Deal auf alle Fälle. Also Fox wird verlassen, es geht dann für die USA Network, für SmackDown, was jetzt theoretisch heißen kann, und das ist eigentlich der News wert, dass Raw nicht nur den Sender nach tausenden Jahren verlässt, ne, sondern dass Raw vielleicht auch gar nicht mehr an den Montag kommt. Das wäre ein großer Shift dann in der WWE, sind aber jetzt so Spekulationen aktuell. Absolut richtig interessant ist, wenn man sich die Aktienentwicklung anschaut, die Aktie notierte, also die DKO-Aktie, die neue, notierte vor Bekanntgabe des TV-Deals bei 100 und Dollar, ja, und hat 25% verloren nach der Bekanntgabe, nicht aufgrund der Entlassung, sondern aufgrund der Bekanntgabe der TV-Deals. Aber gut, wir haben noch ein paar weitere Namen und wir kommen jetzt mal zur Frauensektion, würde ich sagen, und da sind auch einige Namen dabei, die wir zuletzt länger nicht gesehen haben. Dana Brooke, ja, die war bei NXT zumindest noch unterwegs, hatte da eine kleine Rolle aktuell. Aliyah, die seit einem Jahr nicht mehr im Ring stand, die hat die Tag-Titles verloren zusammen mit Raquel Rodriguez und seitdem war sie weg, war glaube ich auch verletzt. Und wir haben eine gewisse Emma, ja, das ist seines Zeichens die Frau inzwischen von Riddick Moss. Dementsprechend, ja, auch ein Name, der erwartbar war, auch deswegen, weil sie explizit auch zurückgeholt wurde. Ähnlich wie Hitrow vor einem Jahr in etwa von Triple H und seitdem 7. Televised Matches bestritten hat und ich glaube, keiner kann sich an eins erinnern. Das ist ein bisschen das Problem. Es spielt natürlich auch eine Rolle, vor allem jetzt bei der Dana Brooke. Wenn du lange in der Company bist, und das ist sie ja, und Aliyah auch sehr, sehr lange, dann steigt natürlich auch dein Gehalt. Und wenn du im Main Roster warst, und das gilt dann auch für die gerade genannten Leute, dass du dann, für Mustafa Ali vor allem, dass du dann ein größeres Gehalt hast, als sie eigentlich als NXT-Star jetzt zusteht. Und wenn dann die Worker dann sagen, ja, machen wir nicht, also das, ich bleibe auf meinem Gehalt sitzen, dann ist das natürlich auch ein finanzieller Grund, die dann so entlassen. Ja, Dana Brooke wird sie fehlen, wahrscheinlich nicht. Also sie war auch immer dabei und dann aber auch wieder nicht. Hat jetzt eine der wenigen, die eine Story hatten bei NXT, ne? Die war da mit drin, aber jetzt auch nicht so groß. Emma ist interessant, also zum einen, weil wir haben ja jetzt auch neu erfahren, in Australien, Elimination Chamber wieder stattfinden. Emma hat man dann jetzt rausgenommen. Das ist ein bisschen schade. Zusammen mit ihrem Partner. Also da war das dann auch absehbar, dass die dann beide gehen. Und dann muss man an der Stelle auch mal ansprechen, Triple H. Ne? Wir haben ja damals gesagt, ja, jetzt Triple H räumt auf. Da war noch die alte Entlastung. Das war noch Vince McMahon. Der nimmt die alle raus und Triple H holt sie jetzt nach und nach alle wieder rein. Und dann hat er sich so eine Emma geholt oder so Hitro geholt und so. Und da waren sehr, sehr viele Namen durch die Bank, würde ich fast sagen, die am Ende nicht funktioniert haben. Ich möchte jetzt nicht alle durchgehen, aber viele davon räumt der Triple H jetzt wieder weg, weil er wahrscheinlich eingesehen hat, es funktioniert halt nicht. Wir haben es versucht bei einigen. Wir haben es zum Beispiel bei Emma versucht oder hat man es vielleicht nicht mal versucht, hat man schnell gemerkt, es funktioniert nicht. Das ist so ein bisschen Eingeständnis auch, wenn man dann sagt, so nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, du bist jetzt auch wieder weg. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das einsieht oder ob er das jetzt machen muss, weil die Company das so will, aber es ist auf alle Fälle sehr interessant und ihr könnt natürlich auch die Kommentare schreiben und kommentieren. Hat Triple H mit den Neueinstellungen der bereits entlassenen Leute, hat er da irgendwas falsch gemacht? Hat er das Richtige gemacht, das zu versuchen? Ist er jetzt auf einem neuen Weg, auf einem besseren Weg, auf einem schlechten Weg? Vermisst ihr die Leute? Ist natürlich viel Gesprächsbedarf. Schreibt das in die Kommentare. Muss man, glaube ich, auch nochmal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Das Verhältnis, das Angestelltenverhältnis bei WWE ist anders, als wir normale Arbeitnehmer das sonst kennen. Das sind Contracted Workers, das heißt, es sind im Endeffekt Selbstständige, die exklusiv nur für die WWE arbeiten dürfen. Das wäre im deutschen Arbeitsrecht, gibt es sowas nicht. Das wäre bei uns eine Scheinselbstständigkeit. In Amerika ist das gang und gäbe. Und genau deswegen gibt es ein einseitiges Kündigungsrecht seitens WWE. Das heißt, es ist ja rechtlich sauber, die dürfen entlassen und das wissen die entsprechenden Worker natürlich auch bei Unterzeichnung des Vertrages. Emma übrigens jetzt schon zum
dritten Mal entlassen, Tennille Dashwood. Mal gucken, ich glaube, sie ist ganz gut auch gefahren über Impact und der Independent-Schiene. Ich glaube, sie kommt unter, da mache ich mir wenig Gedanken. Aliyah ist ein Name, die war lange, lange Zeit da. Das haben viele nicht mehr auf dem Schirm. Die ist auch über NXT, das Performance Center, zu Rang und Namen gekommen und ist irgendwann dann hochgezogen worden. Du hast es gerade angesprochen. Vertragssituation, wenn du einmal Main Roster bist, bist du kein NXT-Tenant mehr, dann hast du andere Kosten, hast aber auch noch anderes Gehalt. Und dementsprechend, das darf man nicht vergessen. Warum spreche ich das an? Es gibt noch ein paar Namen, die hier noch auftauchen, die auch entlassen worden sind. Das sind hauptsächlich NXT-Namen, beziehungsweise mit Quincy Elliott, Yulissa Leon, Bryson, Montana und Daniel MacArthur ist ein Performance Center Athlet, einer, der über das NEAL-Programm mit eingestellt worden ist. Der hat nicht mal debütiert. Das heißt, die sind unter anderen Verträgen, die werden wahrscheinlich auch nicht die 90 Tage Non-Compete-Klausel haben, sondern 30 Tage, sind aber auch nicht die ganz großen Namen, Marcel, die haben es nicht geschafft, die haben sich nicht durchgesetzt bei NXT. Ja, oder sind noch nicht lange genug da, oder was immer da gewesen ist, wir werden es im Detail sowieso nicht erfahren, also das ist dann der Vollständigkeit halber. Es gibt auch diverse Namen, die aktuell noch nicht bestätigt sind, die wahrscheinlich entlassen wurden, aber wir nennen sie dann jetzt nicht, weil wir sind da schon irgendwie ein bisschen journalistischer unterwegs, müssen wir dann sehen. Mit Emma dann, interessant, ja, zum dritten Mal dann schon eingestellt gewesen, ne? Muss man dann weiter sehen. Der Quincy Elliott, den hatten sie ja bei Raw einmal gedraftet, ne? Da haben wir überrascht, oh, jetzt kommt er ja hoch, und dann war der aber auch nie so wirklich da, ich glaube, ein Match bestritten oder so überhaupt. Fehlt dann am Ende dann auch nicht mehr. Aber es ist interessant und ich finde, das sollte man schon festhalten. Jeder dieser Worker hat den Vertrag genauso unterschrieben. Also jeder wusste, worauf er sich einlässt. Natürlich hofft man dann, dass dieser Tag dann nie kommt. Man guckt dann aufs Handy und weiß, oh verdammt, das Headquarter ruft mich an. Das war es dann für mich. Aber jeder hat freiwillig diesen Vertrag unterschrieben und so ist dann die Situation halt, freie Wirtschaft. Und während du das erzählst, habe ich nochmal aktualisiert und ich kann bestätigen um 1.12 Uhr. Alexis Grey, auch NXT, ist auch nicht mehr Teil der Company, hat sie selber bekannt gegeben. Und ich gehe davon aus, das werden nicht die letzten Namen gewesen sein. Wir werden sicherlich im Laufe des Tages, im Laufe der Nacht noch einige Namen dazubekommen. Jetzt geht es eher um Leute, die ja eher noch im Ausbildungscamp unterwegs sind. So scheint es mir. Andere Namen haben sich bisher nicht bestätigt. Und deswegen, du hast gerade gesagt, werden wir die sich auch nicht nennen. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr straffes System, gerade im Performance Center. Das wird dann immer so toll dargestellt, kommt da hin und macht das, aber es hat etwas von Militär. Genau wie bei den großen Footballvereinen oder Eishockey oder was auch immer, das ist ganz genauso, das ist Drill. Es gibt ja diese Vorgabe, wenn du nach so und so vielen Tagen nicht dich verbessert hast, dann bist du einfach raus. Es ist, wer in der WWE arbeiten will, der muss halt was leisten, der muss mehr schaffen als andere, die in anderen Companies sind, und dann wirst du entlassen und dann sitzen wir hier und dann sprechen wir auch über die Performance Center, die Leute, die entlassen wurden. Absolut. Und da sitzen ja jede Menge, die noch nicht mal irgendwie eine TV-Kamera gesehen haben. Das ist ja der Weg, den NXT gerade einschlägt. Ja, da kommen viele, viele Namen gerade nach. Ich glaube, man macht auch ein bisschen Platz im Kader und das darf man nicht vergessen. Und overall, wie gesagt, wir haben es ein bisschen eingeordnet. Die ganz großen Namen sind nicht drauf. Mit Dolph Ziggler natürlich ein World Champion, gar keine Frage. Mustafa Ali sehr überraschend. Aber es ist jetzt nicht die größte Entlassungswelle mit den größten Überraschungen, Marcel. Vielleicht nochmal dein Fazit dazu. Bisher stand jetzt. Sind das alles Namen, die für das Produkt aktuell verzichtbar sind, oder? Ja, das haben wir ja so gesagt. Also ich bin jetzt weiter von dem Fan zu sagen, hier ist meine Top-10-Liste der Entlassungsfälle. Ne? Das ist ja auch alles ein bisschen makaber. Also von den Namen, die genannt sind, wir haben es gesagt, die sind alle nicht im Produkt. Also wir hatten damals unseren Braun Strowman oder einen Bray Wyatt oder wer entlassen wurde, alles. Das waren dann die großen Namen. Wir haben überlegt, ob wir das Video überhaupt machen sollen, aber wir haben ja schon so ein bisschen Breaking News-Charakter. Ihr wollt das ja auch wissen, was dann passiert, deswegen haben wir es dann doch gemacht. Aber für uns als Zuschauer wird sich da gar nichts ändern. Und die Namen, ist halt jetzt die Frage, wo sie auftauchen. Da kann man jetzt spekulieren, ne? Wird sie jetzt Tony Khan sofort krallen? Hier, zack, 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 den nehme ich. So ein Moss, passt der bei mir rein oder nicht? Oder macht er das nicht? Weil ich glaube, selbst da von den Namen her, bis auf wenige Ausnahmen, wird das auch das AEW-Produkt nicht besser werden. Also die werden es schwer haben. Emma wird bei Impact Fuß finden, da denke ich dann schon. Es werden interessante Konstellationen kommen, aber die meisten oder viele von denen, die werden es generell schwer haben jetzt, oder? Ich kann mir vorstellen, dass einige dem Wrestling dann auch den Rücken kehren könnten, gerade die Performance, Eigengewächse. Ja, das ist ja sicherlich auch ein Thema. Ja. Müssen wir mal schauen, wie gesagt, am überraschendsten vielleicht noch, weil er nicht nur Wrestler war, Shelton Benjamin, das haben wir gerade nicht erwähnt, war ja auch als Agent, beziehungsweise als TV-Producer teilweise unterwegs, war aber auch schon mal jahrelang weg. Darf man nicht vergessen, das ist ein Mann, dem ich mir vielleicht bei AEW hinter den Kulissen noch vorstellen könnte. Das ist ja vielleicht auch noch eine Rolle, über die man bei Tony Khan und Co. noch nachdenken könnte. Und, oder in der WWE. Also das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Dann einfach die Rollen wechselt und dann vielleicht wollte er ja generell aufhören. Generell, Benjamin, wollte ich gerade mal zu gesagt haben, dass der überhaupt so lange dabei war, ist überraschend. Der kam ja irgendwann wieder, ne, dann war er da. Das war der ja auch mehrere Jahre im Produkt. Ne, der hat nochmal gut alles mitgenommen. Ich glaube, den wird es auch nicht so sehr überrascht haben, dass dann jetzt Ende im Gelände für ihn ist.
Generell, und das möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, ist es ja immer ein Thema. Natürlich ist es immer hart, Entlassungen. Die Menschen haben jetzt erstmal keinen festen Vertrag mehr. Und dennoch haben sie in der Zeit, wo sie bei WWE angestellt waren, natürlich an Ansehen, an Namen und an Value gewonnen und auch gutes Geld verdient. Ja? Zumindest die meisten von denen. Und dementsprechend sollten die wenigsten richtig böse darüber sein, sondern viele das vielleicht auch als Chance sehen. Also Mace und Mansoor zum Beispiel haben schon entsprechende Tweets verpasst. Die machen jetzt Business draus, ja, und das ist auch vollkommen legitim und wir wünschen an der Stelle allen das Beste. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ja, wo ihr den einen oder anderen sehen möchtet vielleicht in Zukunft. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Comeback, das vierte Mal Emma, warum nicht? Vielleicht gibt es das ja auch mal als Tennille Dashwood. Ich glaube, dann hätte es besser funktioniert und wenn noch neue Namen dazukommen, dann werden wir darüber sprechen und zwar beim Hauptkampf mit Tobi. Das ist dann nochmal, da ist immer ein bisschen schlauer, glaube ich, dann haben wir ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und können nochmal detailliert drauf schauen, ob dann noch was dazugekommen ist. Stand jetzt sind das diese Namen und Marcel, hier gehören die letzten Worte. Breaking News, Entlassungswelle seit langer Zeit mal wieder, seit Januar 22 die erste. Jetzt war es soweit. Ja. Ich bin raus. Sage Dankeschön, auf Wiedersehen, Marcel. Ja, gefallen mir diese Videos nicht, ne? Aber wir sind immer wieder dabei und dann informieren wir euch dann auch, ne? Ich wünsche natürlich allen alles Gute. Future Endeavors heißt es ja dann immer. Die werden für euch dann gut sein, hoffe ich. Ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Vielleicht kommt ja ein neuer Owner, dann wird wieder eingestellt. Es geht immer weiter im Wrestling, das haben wir auch gelernt. Man kann sich auch verbessern. Für einige ist es ja auch ganz gut. Ich erinnere an Drew McIntyre, als er gegangen ist und als er wiedergekommen ist. Das sind zwei verschiedene Menschen gewesen und heute ist er ein Megastar in der WWE. Das kann ja hier dann auch noch passieren. Wir sind dann raus an der Stelle. Mehr haben wir nicht zu sagen. Im Hauptkampf gibt es dann alle Details und die vollständige Liste für den Moment, würde ich aber sagen. Dankeschön und auf Wiedersehen.